Well, Alice, it seems we both got to autism, haven't we? Yeah. Well, that's good to know. Du wärst gerne ganz normal, bist es aber nicht. Du wärst gerne ganz normal, bist es aber nicht. Du wärst gerne ganz normal, bist es aber nicht. Wie du dich in deinen Clips bewegst, spricht dann schon für sich. Ey, du denkst, du machst seit über 3 Jahren Rap, doch was du machst, ist maximal seit einem Jahr Rap. Du wärst gerne ganz normal, bist es aber nicht. Wie du dich in deinen Clips bewegst, spricht dann schon für sich. Nimmt man Corny Beats, meine Clips und Teil mische weg, dann sieht man, dass in Wahrheit doch nichts weiter in dir steckt. Ich komm zu dir und schlage dich Stück Scheiße zu Brei, wenn du den Text für mich nicht besser als deinen eigenen schreibst. Und weil dir auf kein dummer Running Gag die Lage vereinfacht, sag ich, du warst wie ne Marke, doch bis das Artist gescheitert. Du willst allen Herzens Rotten und Tonics mit deren aus dem Fronten, doch die meisten Leute bringen sich um, wenn sie dich draußen spawnen. Man guckt die Videos und man weiß ja gerade nicht, ob das Autismus oder die verfrühte Leichenstarre ist. Auch in 4K bist du von mir im Battle gerichtet, denn zu sehen sind da nur 8 Millionen hässliche Pixel. Ey, du peinlicher Wichser, solltest eines im Blick haben, keiner sieht im echten Leben sowas Dreistes wie dich an. Du frontest deine Gegner nur mit Werdegang und Crew, doch ein Mädel anzusprechen hättest du gerne mal versucht. Ja, Teste gibt es zu, wenn du mit Menschen außerhalb des Internets agierst, wirkst du wie ein Crackjunk auf Entzug. Und du redest über Crews, obwohl du selbst keine hast. Du hast zwar viele Kontakte, doch mit dir hängt keiner ab. Ein Nuttensohn zu Brünn beschreibt dich ganz gut, weil du hier zeigst, dass Aggression die einzige Emotion ist, die du begreifst. Du wärst gerne ganz normal, bist es aber nicht. Wie du dich in deinen Clips bewegst, spricht dann schon für sich. Ey, du denkst, du machst seit über 3 Jahren Rap, doch was du machst, ist maximal seit einem Jahr Rap. Du wärst gerne ganz normal, bist es aber nicht. Wie du dich in deinen Clips bewegst, spricht dann schon für sich. Nimmt man Corny Beats, meine Clips und Teilwort mische weg, dann sieht man, dass in Wahrheit doch nichts weiter in dir steckt. Surprise, Motherfucker, keiner wollte mich im Finale sehen, doch meine Unterstützung ist der Grund, dass du hier gerade stehst. Da kannst du sagen, was du willst, doch ich drehte dir Videos, Schnitt und Defekte, gab dir Feedback und dann wie gewohnt Tipps beim Performen, denn du Spaß, die kriegst das niemals, denn du spuckst so große Töne, weil du ohne uns ein Niemand bist. Vor 2 Jahren konntest du noch gar nichts, du Spast. Corny Tai und ich haben dir einen Namen verschafft. Jo, was ich sag, ist die Wahrheit und nicht einfach ein Punch. Ey, dicker Videodreh mit dir dauert 3-mal so lang. Ganze 9 anstatt nur 3 Stunden brauchen wir safe und haben dann letzten Endes noch mehr Outtakes als Takes. Das Representen fällt dir schwer und macht sich damit dann zu machen. Wie du dich bewegst, bringt andere dazu, über dich zu lachen. Alles klar, Mann! Deine Moves sind in Sachen Peinlichkeit unerreicht. Ich kann das nicht ernst nehmen, wie du deine Lines unterstreichst. Du hast selbst im echten Leben lags. Könnt ihr das glauben, Birk, das hättest du einen Ping von over 9000. Ja, dein Cringe-Level gleich der Stärke deiner Dioptrien, du Bastard. Denn du hast einen Standard-Moveset wie ein Videospielcharakter. Du wärst gerne ganz normal, bist es aber nicht. Wie du dich in deinen Clips bewegst, spricht dann schon für sich. Ey, du denkst, du machst seit über 3 Jahren Rap, doch was du machst, ist maximal seit einem Jahr Rap. Du wärst gerne ganz normal, bist es aber nicht. Wie du dich in deinen Clips bewegst, spricht dann schon für sich. Nimmt man Corny Beats, meine Clips und Teilwort mische weg, dann sieht man, dass in Wahrheit doch nichts weiter in dir steckt. Egal was du auch tust, Bro, du bleibst underground. Ja, denn außerhalb von Bands suchst du keinen in der Crowd. Psycho-Image echt beeindruckend, wow. Aber eigentlich sieht dein Look mehr so nach Reinschulung aus. Bist recht amüsant, doch Musik machst du nicht. Deshalb weiß auch keiner mehr nach dem Turnier, wer du bist. Erst lebt man auf dem Mond, dort werden Städte gebaut. Die Menschen landen auf dem Mars, dann kommt dein Testo-Track raus. Staffel ist vorbei, jetzt kann dein Leben weitergehen. Testo und du wirst vergessen bis zum nächsten RB. Fragst dich bei deinem Viertel, wie kann der Hype entstehen? Deine meistgeklickte Runde, weil du Nevermind erwähnst. Da helfen auch Pillen von deinem Doc nix. Autistische Bewegung, deine Spastiken und dazu deine Mordsticks. Und was der kleine Autist anzieht, Videos, Chaotic-Mische ist von Taiwo Kleider, kauft dir Mami.